Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen hier bei LS19 auf der Karte Hof Bergmann. Ich dachte mir, ich werde nebenbei schon mal so ein bisschen Wasser ziehen, weil das dauert ja auch so einen Moment, ne? Ich habe mir mal einen Schläuch besorgt. Ich mir mal liefern lassen. Da gucken wir mal gleich, welcher da überhaupt passt. Und das Wasserfass hier, da steht ja schon so rum. Das könnte man, glaube ich, mal gut dafür nutzen, um das zu füllen. Ich meine, ich könnte auch versuchen, ob ich es da stehen lassen kann. Warte mal, ich hole mal, weil ich habe eine Verlängerung habe ich auch mitgenommen, einfach mal um zu testen. Da ist dann der eine, das ist der normale Anschluss und eins von beiden ist dann. Ja, wie ist denn jetzt die Verlängerung? Tja. Ich glaube, dann. Guck mal hier jetzt. So. Soweit die Theorie. Kann auch sein, dass sie erst verbunden sein müssen. Ah, okay. So geht das Ganze. Komm mal mit. Wo jetzt auch ein dickes und ein dünnes Entnahme. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den falschen gekauft. Aber das sieht gut aus. Das ist doch geil, oder? Trotzdem sind wir dann zu weit weg, weil der Anschluss ist hier hinten. Das wird so noch nicht reichen. Naja, genau, ein bisschen versuchen, Drehschäbel, den hinzubuxieren, wird schon klappen. So. Pumprichtung Fassbefüllung aktiv. Also die Pumpe ist da irgendwie eingebaut. Wir drücken jetzt Drehschirme, also Blinklicht an. Boah, das wird doch nie was. Soll ich da nochmal ein anderes Fass kaufen? Glaub an dich. Noch 5 Schlauchverlängerungen kaufen und dann können wir den hinstellen, wo wir wollen. Ja. Ich will das mal von innen. Reicht das ja schon. Schiene müssen wir eh anlassen. Wegen der Pumpe. Nee. Reicht noch nicht. Das wird auch noch nicht reichen. Richtig. Komm schon. Zentimeterarbeit. Aber wie gesagt, in Zukunft werden wir mal schauen, ob wir dann hier auf andere Anhänger ausweichen, weil ich hier mal so rumgezuckelt haben. So. Okay. Ist das geil, oder? Jetzt müssen wir. Hier muss ich ja nichts aufmachen. Der wird hoffentlich zu sein.
Lalala. Soll ich mal probieren? Pumprichtung, Fassbefüllung aktiv. Den Schieber noch mal prüfen. Ich hoffe, es ist jetzt sich nicht recht. War da nicht gerade was? Das ist. Doch, da war doch gerade was. Da! Okay. Also muss aufs Schlauch. Okay. Man muss also auf den Schlauch halten. Das ist der Trick. Aber hier muss ich ja nichts machen, ne? Nee. Pumpe einschalten, das ist auch da. Das Ganze angezeigt. Das ist auch geil, hier hinten dieser Zähler. Funktioniert auch. Aber relativ fix, finde ich, ne? Gut. Ich wollte aber eh jetzt nochmal den John Deere nehmen und wir holen uns dann mal ein bisschen auch den kleinen Anhänger wieder abholen. Obwohl, gut, den kann auch der Dings mitbringen. Es geht jetzt einfach darum, dass ich mir eventuell den Profi-Hopper kaufen wollte. Ich schaue mal, ob der hier unter Mähtechnik jetzt drin ist. Ja. Kostenpunkt 5,9. Beim Obstein, da könnten wir ab und zu mal mähen. Ich glaube, da kommt schon eine Menge zusammen. Bräuchten wir jetzt aktuell nicht unbedingt, ne? Denn wir haben noch genug andere Dinge zu tun und hätten jetzt auch erstmal wahrscheinlich genug am Hof. Die Frage ist es auch, ich würde auch die Bäckerei gerne schnell nutzen. Und ich würde gerne Maisbein produzieren. Und dann kam vorhin mal der Tipp, hey Tom, der Hof gehört dir nicht. Finde ich mal komisch. Wieso muss ich jetzt den Hof auch noch kaufen? Aber nochmal vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich wundere mich natürlich gerade, warum ich hier jetzt Wasser benutzen kann und so. Und wieso gehört der mir nicht? Hm? Also auf jeden Fall, wenn ich ihn jetzt kaufe, dann kriege ich hier auch die Pferdekoppel noch dazu. Aber das heißt doch dann dürfte ich doch theoretisch kein Schwein kaufen können, oder? Wenn ich jetzt hier irgendwie irgendwo hingehe, Schweine, da, müsst ihr da nicht rummeckern und sagen, hey, es gibt kein Schwein? Oder? Ich möchte ganz gerne diese 300.000 jetzt umgehen. Du kannst aber auch mal ausprobieren. Ich würde sowieso ganz gerne Schweine haben. Habe nur ein bisschen Schiss, weil ich weiß gerade nicht. Mischfutter können wir ja aktuell nicht machen. Weil ich keine Kartoffeln und so habe. Aber um einfach mal das Ganze zu testen, werde ich jetzt mal das Tiermenü öffnen und wir probieren es mal. Ich kaufe mal einfach mal zwei. Ja, wir müssen mal drei Schweine nehmen, ne? Die lassen wir uns mal liefern. 1, 5. Verstehe ich jetzt nicht. Gut.
Schreibt es doch nochmal in die Kommentare. Habt ihr den Hof gekauft? Wie ist das? Gut, ist eigentlich, ist sonst doof. Ich meine, mir geht es jetzt wieder so, wenn es kaufbar ist, dann muss man den eigentlich auch kaufen, weil. Und wir kaufen den aber später. Ne? Wäre natürlich doof, wenn wir dann nichts einlagern können oder so. Das wird sich dann nachher dann rächen. Ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass dem aktuell nicht so ist. Gut. Feld 7 wollte ich eigentlich haben. Wir prüfen mal gerade, was da jetzt drauf ist, ob das wirklich Mais ist. Doch, das ist Mais. Und der ist auch kurz vor dem erntereif werden. Deswegen sollten wir das Ding mal kaufen. Und ich werde dann einen Drescher fertig machen. Mais brauchen wir dann auch für die Schweine, richtig? Hundefutter müssen wir noch kaufen. Schweinestall. Wasserstroh. Sojabohnen, Mais, genau. Und wir könnten dann halt Mais-Silage herstellen. Vorausgesetzt, wir können uns dann auch noch den Ballenwickler leisten. Aber ich glaube schon, jetzt gucke ich aber nochmal kurz nach dem Wasser. Da könnten wir bei den Schweinen schon mal was reinbringen. Das war auch voll. Ich mache die Pumpe aus. So. So, den müssen wir dann hier auch wieder zudrehen wahrscheinlich, ne? Okay. So. Dann würde ich den hier auch trennen. So, habe ich auch gemacht. Und jetzt können wir den wohl hier mit aufladen. Müssen wir dann später nochmal gucken, ob wir nochmal welchen dazu holen. Irgendwie. Ich will es wenigstens mal probiert haben. Wenn es jetzt nicht. Doch, hier, Schlauch verstauen. Bam. Und dann können wir hier auf der anderen Seite noch, ne? So. Okay. Dann muss ich den Deckel noch zumachen und dann kriegen die Schweine erstmal Wasser. Ist so. Wir werden es ja jetzt merken, wenn wir das Wasser noch nicht ablassen können, dann. Und sollte es jetzt so sein, dass es erstmal funktioniert, dann würde ich den Hof erst ein bisschen später kaufen, YouTube. Ich muss auch gespannt sein, wo das Wasser überhaupt reinkommt. Ach, guck mal, hier Schweinfutter-Silo. Da ist aber nichts drin. Na, ihr Süßen. Das wird ja mal Gülle sein, ne? Güllegrube, ja. Kommt hier mal das Wasser bei euch rein? Soll ich es mal probieren? Ah, mit dem Drehschwimmel. Oh, Mann, ey. Aber wir können da, glaube ich, rausfahren. Man kann, glaube ich, einmal um Pudding fahren. Muss ich aufpassen, dass die Schweine jetzt nicht rauslaufen. Ich lasse mal kurz das Hilfefenster noch an. Derweil sind unsere Bienen auch produktiv. Kann man die Abdeckung auffinden? Ich weiß nicht. Okay. Das geht hier also bei den Schweinen so. Ne, aber es ist
Aua. Oh, das hat mir voll das Ding. Egal. Ich glaube, bei manchen ist es dann einfach so, dass du da nichts mit Schläuchen machen musst. Das ist aber auch nicht schlimm. Finde ich eigentlich auch ganz gut, dass du nicht überall das Gefrickel hast. Oder möchte ich es aber auch nicht nutzen. So. Das Tor zu. Klar, werden mehr Schweine hinpacken. Ne? Keine Frage. Nur es ist mal ein vorsichtiges Rantesten, sage ich mal. Hühnerwinden müssten auch dazu kommen. Wir hatten doch hier auch noch ein Teleskoplader, ne? Ja. So, denn der muss mir jetzt mal das Schweinefutter ranholen. Hier war irgendwo so ein Hochregal. Das muss ich jetzt gerade mal suchen. Da würde ich dann auch die Schaufel erstmal lassen. In der Hoffnung, dass da irgendwie ein Haken oder so ist. Hier steht schon fast, das könnte man auch für Wasser benutzen. Hier aktuell für Gülle abgestellt. Das ist auch die Frage mit der Gülle. Ist das jetzt nur für die Kühe oder ist das überall auch so Schlauchdinger? Ne? Schreckt das allgemeine Sammelbecken, was du dann von den Tierstellen dann hier rüberbringen musst. Ne? Will ich jetzt mal vermuten. Was du hier mit dem Ding machst, das würde mich auch mal interessieren, wenn ihr mehr wisst. Ich weiß es nicht, was hier links steht, dieses Teil da. Wie heißt das? Big Pack Max bedienen. Dass der irgendwie Big Packs macht, aber wie? Mann, wo habe ich denn jetzt dieses Regal gesehen? Da. Na, und da oben steht nämlich Schweinefutter. So, noch ein Gewicht. Ah ja, und da oben sind die verschiedenen Teile. Da müsste ich jetzt die Schaufel erstmal hier abstellen. Jetzt finde ich die nie wieder. Will er nicht. Wie jetzt Regalboden senken. Die elektrisch? Ach, die kann. Wie geil ist das denn? Stark. Das ist ja geil. Okay, kann ich auch schon mal ein bisschen runterkurbeln. Und geht nur bei der einen Seite. Okay. Ne, geht auch. Da haben wir noch ein bisschen Dünger. Saatgut, Schweinefutter. Aber dann nur ein Sack. Schade. So, jetzt muss ich mal wissen, warum. Okay, jetzt geht's. Jetzt weiß ich nicht, was das da vorne ist. Ist das hier irgendwie so ein Sackdingen? Muss jetzt aber nicht
Ich hab's. Big Pack Lifter. Sehr cool. Mal wieder aus. Ja, und dann werden wir mal die Schweine füttern. Aber das dann erst in der nächsten Folge. Das Ding ist ja geil. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Macht's gut, ciao.